In Berlin entsteht ein neues Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung und die Stiftung Mercator beteiligt sich an der Finanzierung, auch an der Konzeption haben wir mitgewirkt. Warum finden wir es wichtig und besonders zeitgemäß, uns jetzt mit Zivilgesellschaft zu befassen? Ein Grund liegt darin, dass Zivilgesellschaft immer noch eine sehr positive Konnotation hat. Ganz viele Hoffnungen richten sich darauf und wir müssen uns fragen, sind die berechtigt? Wann sind sie berechtigt? In welchem Maße sind sie vielleicht auch berechtigt? Ein anderer Punkt ist, glaube ich, der, dass es Formen von Zivilgesellschaft gibt, die sich mit dem, was man bisher als repräsentative Demokratie verstanden hat, mehr und mehr zu vermischen beginnen. Und wir Formen von Zivilgesellschaft haben, Bewegungen haben, die heute aussehen wie Parteien, Parteien, die aussehen wie Bewegungen. Und hier Mischformen entstehen, die Zivilgesellschaft massiv verändern. Und das ist am Ende natürlich auch für Stiftungen besonders interessant, weil wir als Teil der Zivilgesellschaft ja häufig angesehen, angesprochen werden und uns in unseren Aktivitäten da verstehen. Das besser zu begreifen, auch Handlungsoptionen zu entdecken, ist für uns eine wichtige Aufgabe und unser Ziel in der Unterstützung dieses neuen Zentrums.